Hera und ich waren, wie ihr wisst, in Braunschweig bei der Recyclingfabrik. Und wer das nicht gesehen hat, das Video verlinke ich euch hier oben in der Ecke. Und ja, die Jungs kriegen PLA von euch geschickt oder PETG und schreddern das, sortieren das nach Farbe und dann produzieren die Material draus. Und dieses Material habe ich mir am Ende des Videos an unserer Besichtigungstour noch mal ein bisschen was mitgenommen und muss sagen, ich habe davon jetzt schon einen Großteil verdruckt. Insgesamt 4 bis 5 Kilo, die ich schon verdruckt habe, ohne jetzt die Farben, nur schwarzes Material. Und bis jetzt muss ich sagen, druckt das Material richtig gut. Wie gut es druckt, was für Vorteile das Ganze hat, was das kostet und alles drum und dran, erfahrt ihr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von makeorama.de und wir fangen erst einmal an. Was ist denn überhaupt die Recyclingfabrik? Ganz einfach, die Recyclingfabrik ist ein Unternehmen, ist ein Startup aus Braunschweig und dort könnt ihr eure Filamentreste hinschicken. Aber Achtung, da könnt ihr nur PLA und PETG hinschicken und bitte auch entsprechend sortiert, dass also jetzt nicht PETG und PLA gemischt sind, sondern dass es alles schön, naja, sortiert ist. Nach Farbe sortieren braucht ihr jetzt nicht unbedingt, habe ich an meinem Besuch da auch nicht. Ich habe da so ein großes Säckchen mit dabei gehabt und nochmal ein paar Spulen in der Tüte. Das müsst ihr jetzt da nicht. Die Spulen könnt ihr auch einsenden. Das heißt also, wenn ihr Material bei denen bestellt und das kein Refill ist, dann bekommt ihr es auf einer alten Spule, wo einfach ein Kleber drüber ist. Die ist dann entsprechend gereinigt. Und das finde ich natürlich schon mal ziemlich cool, weil es nachhaltig ist. Aber ihr könnt das Ganze natürlich einsenden, kriegt dann ein paar Punkte. Und das finde ich schon mal ziemlich cool, weil dann habt ihr noch mal ein bisschen Rabatt, den ihr auf den Preis von den Filamenten bekommt. Kommen wir mal zu dem Preis. Da gab es schon den einen oder anderen, der sich beschwert hat und gemeint hat, ah, für die Qualität, die die bieten, da sind 20, 22 Euro, 24 Euro viel zu teuer. Man muss überlegen, behaltet euch das im Hinterkopf, das ist ein Startup aus Deutschland, in Braunschweig wohlgemerkt. Das heißt also, hier in Deutschland wird produziert und das kostet natürlich entsprechend Geld. Da gibt es gewisse Standards, an die man sich halten muss. Und wenn man das überlegt und vor allen Dingen überlegt, was die da für eine Arbeit reinstecken, heißt also Material nach Farbe vorsortieren, Material kleinschreddern, Material nochmal entsprechend aufarbeiten, damit es extrudiert werden kann und. Das muss natürlich alles stimmen, dass die Farbe auch stimmt, damit es immer gleich bleibt. Und das alles aus komplett recyceltem Material. Nein, da ist kein Zusatz drin. Ich habe es selbst mit eigenen Augen gesehen. Die haben im Prinzip das rote Material nochmal ein bisschen mit weiß versetzt, damit sie genau die Farbe nochmal ungefähr hinbekommen. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen gibt es dort auch weitere Service, wie zum Beispiel mal CNC-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blut geleckt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten nochmal ein, $10 auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht es weiter im Video. Das heißt also, die haben eine sehr hohe Farbqualität, muss ich einfach sagen. Ja, klar, es ist recyceltes Material, da gibt es immer irgendwelche Schwankungen mit drin. Aber dafür, dass es recyceltes Material ist, muss ich schon echt sagen, ist es echt Bombe. Und die Farben sehen, finde ich, auch genial aus. Wir sehen hier so ein Gelb, da haben wir nochmal so ein Rosé, sage ich mal. Dann habe ich mir nochmal so ein Petrol mitgenommen. Nochmal so ein Kaffeefarben, so ein Espresso-Milch-Kaffeefarben, irgendwas in der Richtung. Sieht auch mega aus. Und dann natürlich nochmal ein Orange, was ich leider Gottes jetzt schon mit dem Adventurer 5M, weil der SK1 kaputt ist, weggegeben habe, weil ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt ein Filament, ich habe keins da, kriegt der halt das Orange. Ja, ich weiß, ich muss mir da nochmal welches nach Deutschland bestellen, damit ich das abholen kann. Aber ist alles halb so wild. Ich habe natürlich auch jede Menge Schwarz mitgenommen, weil ich für die Bo-Katan-Rüstung und alles, was ich an Projekten noch da habe, natürlich Schwarz braucht, weil das wird am Schluss eh grundiert, lackiert und dann fertig. Deswegen habe ich hier nochmal einiges in Schwarz ausgedruckt. Auch die Testdrucke auf dem Ender 3V3 habe ich alle in Schwarz gemacht. Hier so ein paar Deko-Objekte mit Farbakzenten, alle schwarz und dann entsprechend die Farben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von der Druckqualität her habe ich bisher eigentlich gar keine Probleme gehabt. Also ich kann wirklich nicht meckern. Klar, bei den geschlossenen Druckern, K1C, K1, X1C, hast du nicht gesehen, Türchen auf. Ja, ist ganz einfach. Druckt ihr PLA? Ich weiß, manche PLAs funktionieren, manche PLAs funktionieren nicht. Und bevor ich jetzt da sitze und einen beweisen möchte, dass es nicht geht oder dass es geht und dann am Schluss doch da sitze und das Hotend wieder ausbauen und die Düse reinigen muss, mache ich einfach die Tür auf. Ja, ist einfach so.
Und ich habe gedruckt und gedruckt und gedruckt und gedruckt. Und ihr seht, es ist nicht gerade wenig. Ich habe hier zweimal die Knieschoner, die im Nachhinein sich als zu klein erwiesen haben. Die passen vielleicht maximal gerade so zu meinem Leidwesen, ja. Also das heißt, ich muss sie wahrscheinlich wieder drucken. Ich guck mal. Vielleicht muss ich sie nicht wieder drucken, wenn die Hose da ist und das alles so weit passt mit der Hose. Vielleicht muss ich sie dann doch nicht drucken. Fingers crossed, ja. Aber ich habe dann daraus gelernt und habe dann direkt hier die Brustplatte auf dem X1C gedruckt. Und die ist wirklich Bombe rausgekommen, muss ich einfach sagen. Ja, sieht gut aus. Da ist mir jetzt die Maßhaltigkeit da unten entsprechend, ob das dann 100% gerade ist oder so, egal. Aber es passt. Kann ich demnächst dann entsprechend im neuen Studio mit Füller besprühen, lackieren und dann nochmal entsprechend schön hier mit Graphitpulver und sowas in Richtung. Gibt es noch ein Video zu, keine Angst. Wer das nicht verpassen will, Kanal abonnieren. Aber wenn jetzt demnächst das Oberteil, das zweite, also diese Weste, die da über die Jacke drüber kommt und nochmal die Hose kommt, dann kann ich da schon mal probieren, wo ich da die Klettverschlüsse hin machen muss. Und dann kann ich das Ding auch wirklich lackieren und entsprechend füllen und alles drum und dran. Aber ihr seht, das ist schon ein recht großer Druck, der ist den ganzen Tag gelaufen. Das hier ist auch in dem Material gedruckt. Da habe ich jetzt aber mir aufgegeben, nochmal gerade hier unten den Brim abzumachen und hier nochmal die kleinen Überstände hier von dem Stützmaterial wegzumachen. Ganz einfach, weil ich gemerkt habe, der Helm ist mir zu klein. Die Augen sind hier irgendwo. Das heißt, also ich muss ja nochmal eine Nummer größer drucken. Und größer geht halt auf dem X1C nicht. Das heißt, ich muss entweder warten, bis mein Huron 2.4300 fertig ist, bis der Frozen Arco kommt oder bis der K2 Plus endlich kommt. Und dann kann ich das auch... Oder der Elegoo Orange Storm wäre auch noch eine Option. Ja? Der wäre dann groß genug, damit ich sogar 10 von meinen Dickschädeln wahrscheinlich reinpacken kann. Aber ihr merkt schon, das passt noch nicht ganz. Ja? Aber ist eine schöne Druckqualität, muss man einfach sagen. Hier oben ist nochmal so ein Kranz drin. Auch hier in der Brustplatte und auch in dem Knieschoner sind nochmal so kleine, so kleine Streifen drin, wo man merkt, okay, da hat sich nochmal die Düse vom X1C nochmal die Nase geputzt zwischendrin. Das muss ich ihm auch noch austreiben. Aber ansonsten druckt der gut. Der Ender 3V3 hat das Ding hier gedruckt und ich habe gedacht, ich bin clever und druck das schon in groß, aber ihr seht, mein Dickschädel, die Kappe für meinen Dickschädel, die passt dann auch hier, naja, locker drüber, ja. Das heißt, ich muss das Ding nochmal größer drucken und dann kommt hier unten drunter nochmal so ein Gestell, wo dann nochmal das Bitcoin-Bee drin steckt, mit einer Lampe entsprechend drin. Das heißt, also, das ist so eine Art Deko-Bee, was wir nochmal später in den Hintergrund stellen oder irgendwo ins Haus verteilen, genau wie die Dinger hier. Aber ich muss sagen, ich habe bisher mit dem Material noch keine Probleme gehabt. Die Settings. Ganz easy. Das ist das, was ich immer mache. Erstmal die Standard-PLA-Werte einstellen. Das heißt also, ich gehe hin, ich habe mir jetzt beim X1C einfach Generic PLA ausgewählt und habe damit einfach mal durchgedruckt. Und ihr seht, wie das Ganze rausgekommen ist. Das gleiche beim Ender 3V3. Klar, das ist ein Bettschubser, aber dafür, dass es ein Bettschubser ist und ein Core XZ-Drucker ist, ist die Druckqualität okay. Ja, also gibt es nichts zu meckern. Auf den K1C habe ich das Material auch schon gepackt. Die Drucke liegen allerdings im neuen Studio. Ich versuche nochmal entsprechend morgen ein paar Sachen hierher zu holen und euch dann B-Roll einzublenden. Das heißt, wenn ihr jetzt B-Roll seht, dann wisst ihr, ich habe es geschafft. Ich war rechtzeitig im Studio drüben im neuen und habe das Zeug nochmal hergekarrt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Material druckt sich einfach gut. Ja, ist so. Braucht man nicht drum herum zu reden. Der Preis ist in Ordnung. Es lässt sich super einfach drucken. Es wird in Deutschland hergestellt. Es wird recycelt aus altem Material zu 100%. Das ist schon mal ziemlich genial. Was soll man einfach sagen? Der Preis ist, finde ich, dafür das, was es alles leistet, auch okay. Ja, kostet je nachdem, was ihr an Punkten habt bei Recyclingfabrik. Ich habe jetzt, glaube ich, pro Rolle irgendwas um die 22 Euro bezahlt. Ist also nicht verkehrt, finde ich. Ja, also ich weiß, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ah, ich will eine Rolle Filament für unter 10 Euro haben. Ja, ich habe ja auch das Elegoo PLA ist auch ein gutes Material. Kostet unter 10 Euro. Ja, wird aber in China produziert und da frage ich mich halt, mit was es produziert wird und wie es produziert wird halt entsprechend. Ja, da sind die Produktionsbedingungen wahrscheinlich nochmal ganz andere, während in Deutschland gewisse Standards eingehalten werden und da auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Ist also für mich jetzt kein Showstopper, dass das Ding halt über 20 Euro kostet. Jetzt habe ich eben erwähnt, dass es die Filamente auf recycelten Spulen gibt, aber auch als Alternative als Refill. Und jetzt wird der ein oder andere kommen und wird sagen, ja, Refill ist ja ganz gut und schön, aber das funktioniert nicht auf der AMS. Ich habe mir hier bei meinen Materialien, die ich mir mitgenommen habe, eigentlich ausschließlich Refills mitgenommen, bis auf eine Spule, die gab es leider nicht als Refill. Das war das Orange, was ich dem Kollegen dann weitergegeben habe. Sei es drum. Ich habe natürlich jede Menge Refills noch hier. Und zwar diese hier. Und da seht ihr schon, da ist so ein Sticker mit dabei. Und was ich sagen muss, was ich loben erwähnen muss,
ein Silikakörbchen. Kein Beck, sondern aus gedrucktem Material, nämlich von der Farbe jetzt hier. Gibt es in allen unterschiedlichen Kombinationen mit allen möglichen Farben. Da seht ihr dann auch, wie die wirken. Drucken die selbst und dann schmeißen sie ein paar Silikaperlen rein. Das Ganze kann man wiederverwenden. Das heißt, also das könnt ihr zum Beispiel mal in euer Multicolor-System packen. Entweder die AMS oder CFS oder wie sie auch alle heißen. Ja? Und dann könnt ihr das wiederverwenden und könnt es dort entsprechend benutzen, um die Materialien trocken zu halten. Finde ich ziemlich cool. Wenn ihr jetzt sagt, okay, was passt denn nicht auf die AMS? Doch, tut es. Ich habe hier die Multispul, glaube ich, heißt sie. Ich packe euch den Link nochmal unten in die Videobeschreibung. Das ist die von der Recyclingfabrik, die spezielle Spule. Ich habe aber auch andere getestet, die funktionieren genauso gut. Ihr nehmt einfach das Material, hört ihr schon, ja? Da einmal so klack eingerastet und schon ist das Ding fertig. Ist natürlich mega. Andere Spulen lassen sich aufschrauben. Das finde ich super einfach zu handeln. Müsst natürlich ein bisschen vorsichtig sein, dass das nicht irgendwie beim Abspulen klack aufmacht. War ich auch schon mal selbst ein bisschen ungeschickt und habe dann, als ich das einlegen wollte in die AMS, das so gehalten und dann klack, ups, dann schnell nochmal zugedreht, damit das hält. Müsst ihr einfach nur ein bisschen aufpassen. Wenn ihr so clumsy seid wie ich, ist das natürlich eine andere Sache. Da oben kommt dann das Label drauf. Das heißt also, hier habt ihr dann euren Sticker drauf, den ihr noch immer wieder schön abziehen könnt. Und hier habt ihr eine wunderbare Skala drauf. Das heißt also, hier seht ihr noch, wie viel ungefähr auf der Rolle drauf ist. Ja? Dadurch, dass ich die Rolle jetzt schon angebrochen habe und schon mal ein bisschen verschoben habe und alles drum und dran, ist da so eine leichte Schräge drin. Das heißt also, auf der anderen Seite sehe ich, okay, da ist noch ein bisschen mehr drauf. Also ungefähr noch ein Kilo. So viel habe ich noch nicht davon gedruckt hiervon. Ja? Funktioniert aber mit der AMS wunderbar. Habe ich tagtäglich im Einsatz. Funktioniert auch mit dem Creality K1C wunderbar. Funktioniert auch mit dem MK4 wunderbar. Funktioniert mit allen Druckern, soweit ich das sehen konnte, wunderbar. Es ist einfach ein Träumchen. Ja? Kann ich also nur empfehlen. Und muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Davon werde ich noch mehr drucken, weil ich werde noch mit Sicherheit mehr Refills jetzt ab sofort bestellen. Denn die ganzen Pappspulen, sind wir mal ehrlich, die sind echt nervig. Und die braucht keiner. Ja? Weder ob man es jetzt hier in die Bambo-Drucker nicht reinbekommt oder sonst irgendwas in Richtung. Das Ding finde ich eine coole Idee. Die anderen Spulen, die ich habe, auch. Und davon werde ich mir noch mal ein paar drucken, weil die verbrauchen nicht viel. Die verbraucht, glaube ich, ca. 150 Gramm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich blende hier unten nochmal das Gewicht ein. Ist auf jeden Fall in der 3MF-Datei von der Recyclingfabrik schon mal alles vorkonfiguriert, dass ihr nur noch Slicen drücken müsst und Drucken drücken müsst. Und dann druckt das Ding einwandfrei und braucht wenig Material. Und das ist echt ein Däumchen. Und was ich auch gut finde, wäre, wenn es euch weitergeholfen hätte, dass ihr ein Däumchen gebt. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen lieben Dank an die Recyclingfabrik. Ganz ehrlich, finde ich ein geiles Material. Ich wünsche euch viel Erfolg. Link zu der Recyclingfabrik und zu deren YouTube-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank natürlich auch an meine Supporter hier auf YouTube und auf Patreon. Und natürlich auch an meine Sponsoren Surfshark und PCBWay. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.